So, bevor es losgeht, alles nochmal schnell nachchecken, ob alles okay ist. Ja, das können wir so lassen. Machen wir sonst auch immer. Qualität lassen wir auch so. Bei 2.5 im letzten Part von Phoenix White war voll asynchron. Voll scheiße, deswegen lasse ich das jetzt auch so. Wegen dem Speicher. Hier kann ich ihn um 480p schalten. 30 FPS lasse ich jetzt so. Das ist jetzt bei dem Spiel, finde ich, jetzt nicht so wichtig unbedingt. Und ja. Ja, alles check. Jetzt kann man ja anfangen mit Phoenix Wright Ace Attorney endlich. Mal schauen, was uns diesmal so auf. Mal schauen, wie es diesmal ist. Moin Leute! Hallo und herzlich willkommen zu Phoenix Wright Part 8. Jo, den habe ich gleich drangehangen. Zwar ein paar Stunden später, aber egal. Weil, einfach so. Und außerdem hatte ich ja beim letzten Part gesagt, am Wochenende, also Samstag 2 oder 3 und Sonntag 2 oder 3, also das ist gut. Naja, jedenfalls, da wir im letzten Part übelst gefailt haben hier, ihr seht's ja, drei Ausrufezeichen. Ja, zwei verkackt. Ja, müsste man dann nochmal nachgucken. Wir greifen beim besten nochmal an, lesen alles nochmal durch. Vielleicht ist da nochmal irgendwas und ja, machen wir mal weiter. An welcher Hand war der blutige Finger, Inspektor? An der rechten Hand. Sie war Rechtshänderin. Haha, netter Versuch. Oh je, war wohl ziemlich einfach zu sehen, worauf ich hinaus wollte. Hoffentlich ist dieser Part jetzt nicht so asynchron, hoffentlich. Bevor es starb, schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Inspektor Gumshoe. Haben Sie viele Fälle, in denen das Opfer tatsächlich den Namen des Mörders notiert? Sicher. Das passiert ständig in Büchern und Filmen. Das ist kein Film, Inspektor. Lassen Sie uns über die Realität reden, ja? Ich glaube, ich habe noch nicht oft davon gehört. Nein. Finden Sie es nicht etwas seltsam, dass das Opfer einen Namen aufgeschrieben hat? Insbesondere den Namen der eigenen Schwester? Nun ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Stopp, stopp, stopp. Die Meinung des Zeugen in dieser Frage ist irrelevant. Die Fakten sind eindeutig. Das Opfer hat den Namen der Angeklagten aufgeschrieben. Das Opfer hat uns den Namen seines Mörders mitgeteilt. Ich weiß, das hatten wir schon im letzten Part, aber ich will nochmal sicher gehen. Sorry. Ruhe, Ruhe. Das ist daneben gegangen. Das ist richtig. Was hat er gesagt? Was er gesagt hat. Bevor es starb. Ach so, ja. Okay. Ach so, das war schon alles. Mach mal am besten nochmal. Ihr könnt auch zur irgendeinen Stelle hier dann. Ihr könnt ruhig weiterspulen. Ist euch frei überlassen. Ganz ruhig. Setzen Sie mir jetzt bloß nicht die Pistole auf die Brust. Hören Sie einfach zu. Jetzt kommt der interessantere Teil. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Dabei habe ich neben dem Tod ein Stück Papier mit einer Notiz. Okay. Darauf stand deutlich Maya mit Blut geschrieben. Haben Sie einen Be Beweis, dass Mia sie geschrieben hat? Natürlich, Junge. Je, er klang ziemlich selbstsicher. Das könnte übel ausgehen. Die Labortests ergaben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Es war am Blut, am Finger des Opfers gefunden. Oder warte mal, hatte ich das nicht gerade? Ah, nee.
Was für Tests waren das gleich wieder? Was für Tests? Nun, sie nehmen die kleinen Teile im Blut, das Hämoglobins Abkommen, Hämoglobin. Ich weigere mich, zu dieser Sache auszusagen. Ich bin kein Bluttestexperte. Ja, das war offensichtlich. Sie können mit Ihrer Aussage fortfahren. Danke, mein Bester. Ich meine natürlich euer Ehren. Inspektor Gumshoe. Ja? Ich denke, Sie können mit einem netten Gehaltsbonus rechnen. Oh. Das war nichts. Richtig, wo war ich? Es wurde auch Blut am Finger des Opfers gefunden, bevor es starb. Warte mal, gehen wir kurz zurück. Bevor es starb, schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Warte mal. Ach, bin ich blöd. Warte mal. Mias Autopsiebericht. Todeszeit 5.9.21 Uhr. Todesursache. Eine Kopfwunde. Sofortiger Tod. Warte mal. Ich muss mal kurz überlegen, ob das überhaupt stimmt. Naja, nun, ich weiß nicht. Man könnte es versuchen. Naja, wir haben nichts zu verlieren, sonst, okay, müssen wir es halt nochmal machen. Ich versuch's einfach mal. Inspektor Gumshoe, es gibt da eine Sache, die Sie mir erklären müssen. Sie behaupten, dass Opfer Meyer Fay hätte diese Nachricht geschrieben. Und dass sie damit die Angeklagte Meyer Fay belasten wollte? Ist es das, was sie behaupten? Was? Das ist jetzt eine dieser Anwalttricks, stimmt's? Natürlich hat sie das geschrieben, wer denn sonst? Da haben sie was verdreht, Inspektor. Verdreht? Oh, der geile Soundtrack wieder. Oh, ich finde das geil. Cool. Das Opfer ist die einzige Person, die es mit Sicherheit nicht geschrieben haben kann. Dies ist ein Bericht Ihrer Abteilung, Inspektor. Sofortiger Tod durch Schlag mit stumpfem Objekt. Sie war sofort tot. Aber aus dieser Frage abern Sie sich nicht heraus, Inspektor. Ja, ich glaube, wir sind ja jetzt weitergekommen. Ruhe, Ruhe! Die Verteidigung hat recht. Jemand, der sofort tot war, hätte keine Zeit gehabt, etwas aufzuschreiben. Herr White, verzeihen Sie, aber wann haben Sie diesen Autopsiebericht erhalten? Es war der Tag der Ermordung? Der Tag der Ermordung? Der Tag nach der Ermordung? Ich weiß es nicht mehr. Naja, so richtig weiß ich das jetzt eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt kurz gecuttet und auch jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht oder so. Haben wir den ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch nicht lügen oder so. Ja. Kacke. Ja, sorry, also ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr das noch oder so. Wenn ihr die letzte, wann waren das in welchem Part? 4 oder 5? Aber ich weiß es wirklich nicht, sorry, ich weiß es wirklich nicht. Sorry, wirklich. Tut mir leid, ich hab's vergessen. Ne? Ha, vergessen sagen sie? Es war am Tag nach dem Mord, euer Ehren. Ich habe ihm den Bericht höchstpersönlich angehängt. Ach ja, richtig. Worauf will die Anklage hinaus? Ja, ja.
Dieser Autopsiebericht ist nicht aktuell, euer Ehren. Was? Gestern wurde auf meinen Wunsch eine zweite Autopsie durchgeführt. Der Tod trat fast sofort durch Schlag mit stumpfem Objekt ein. Es ist aber möglich, dass das Opfer nach dem Schlag noch mehrere Minuten lebte. Ich glaube zwar eher nicht, aber ja, der sagt wieder irgendwas, was dann eigentlich überhaupt nicht stimmt. Und ja, der braucht so, wie er es immer gerne hätte, ey. Boah, Mann, der regt mich jetzt auf, ey. Diese Ergebnisse habe ich heute Morgen erhalten. Das ist unmöglich. Oh ja, Ehren, es ist gut vorstellbar, dass das Opfer genug Zeit hatte, Maya zu schreiben. Aha, na klar. Verbeugung, ja, fühlt sich cool, so wie immer, ne? Ich mag den nicht. Der fühlt sich übelst cool, Alter. Das ist alles. Ich verstehe. Fahrt zur Hölle, Edgeworth. Hätte wissen müssen, dass du noch ein Ass im Ärmel hast. Na sowas, Herr White. Sie sehen schockiert aus. Möchten Sie etwas sagen? Okay. Ja, wie kann Phoenix ein Schwindler sein? Gamsho glaube ich jetzt nicht unbedingt. Wir können auf die Gerichtsakte zugreifen. Okay. Sag einfach hier. Sie, Schwindler, Edgeworth. Ja, fahr zur Hölle. Ja. Tja, sowieso hier. Herr Edgeworth, ich habe gehört, dass Sie alles tun würden für einen Schuldspruch. Warum haben Sie einen zweiten Autopsiebericht anfertigen lassen? Herr White, die Verteidigung hat persönliche Angriffe auf die Anklage zu unterlassen. Kein Problem, euer Ehren. Herr White, egal was Sie sagen, die Beweise in diesem Bericht sind unwiderlegbar. Euer Ehren, ich lege diesen Bericht dem Gericht vor. Verstanden. Das Gericht erkennt das Beweisstück an. Autopsiebericht in der Gerichtsakte aktualisiert. Nun, euer Ehren, die Beweise deuten darauf hin, dass das Opfer den Mörder identifizieren wollte. Ja, ich denke, das ist die logische Schlussfolgerung. Die Verbeugung! Ich kann's nicht oft genug sagen, der fühlt sich übelst cool. Nein! Verdammt, das ist nicht gut. Die Anklage möchte die nächste Zeugin aufrufen. Das arme, unschuldige Mädchen sah den Mord mit eigenen Augen. Frau April May soll bitte in den Zeugenstand treten. Also ich hätte es wieder so anders sprechen sollen. Ach, egal. Was genau an ihr soll unschuldig sein? Ach ja, sie. Zeugen, nennen Sie uns bitte Ihren Namen. April May zu Ihren Diensten. Nee, ich kann das jetzt nicht so richtig hochsprechen. Schade, scheiße. Ruhe, die Bekanntmachung dient nicht zur Belustigung der Menge. Die Musik passt gerade irgendwie gar nicht dazu. Das war vorhin, wo wir sie als erstes gesehen haben. Da hat's gepasst, aber jetzt irgendwie gar nicht. Ist auch egal. Das Spiel hat geile Soundtracks, das muss man lassen. Die Zeugin hat diese, was? Kokette Zwinkerei zu unterlassen. Spricht man das so aus? Kein Plan gerade, egal. Oh, ja, euer Ehren. Das ist nicht gut.
Sie hat schon die Herzen aller Männer am Gericht zerlaubert. Verdammt! Sagen Sie uns, wo waren Sie in der Nacht des 5. September, als der Mord verübt wurde? Mann, ich war, glaube ich, in meinem Hotelzimmer. Ich hatte gleich nach dem Mittagessen eingecheckt. Und dieses Hotel befindet sich direkt gegenüber der Anwaltskanzlei Fay und Partner? Stimmt, mein Großer. Bitte sagen Sie vor Gericht aus, was Sie gesehen haben. Okay. Zeugenaussage. Es war 21 Uhr oder so, abends. Ich sah aus dem Fenster, Sie wissen schon. Und dann, oh, ich sah, wie eine Frau mit langem Haaren angegriffen wurde. Sie wurde von der grauen Maus dort auf der Anklagebank angegriffen. Maus? Okay. Dann wich die Frau zur Seite aus und rannte weg. Aber das Mädchen, es holte sie ein und das Mädchen schlug sie. Dann brach die Frau mit den langen Haaren, sie brach zusammen. Ende. Das ist alles, was ich sah. Jede winzige Kleinigkeit. Ja. Nun, euer Ehren. Ich verstehe. Das ist eine bemerkenswerte, solide Aussage. Ich sehe keinen Anlass, die Zeugen noch weiter zu beanspruchen. What the? Ja, pff, ja, genau, nur weil sie hier... Ach, was weiß ich? Ach, egal, ey. Wir machen normal weiter, so wie wir es immer durchziehen. Also, Moment, euer Ehren. Ja, Herr White. Was ist mit meinem Kreuzfeuer? Ich dachte, die Aussage der Zeugin war sehr solide. Sind Sie etwa anderer Meinung? Herr White, soweit ich weiß, waren Sie Frau Meyerfays Stellvertreter, nicht wahr? Dann müssen Sie mit Ihren Methoden ja gut vertraut sein. Ihre gemeine Art, winzige Fehler in einwandfreien Aussagen zu finden. Hey, wie können Sie nur? Nun, Herr White, werden Sie die Zeugen in einem Kreuzfeuer unterziehen? Ja, aber na sicher. Also bitte. Keiner wird hier beansprucht. Ich werde gerne mit dem Kreuzfeuer beginnen. Und wenn es nur deshalb ist, da ich glaube, dass Edgeworth das nicht passt. Sie muss doch irgendwie Schwachstelle haben. Was, sie muss doch irgendeine Schwachstelle haben. Nun gut, beginnen Sie mit Ihrem Kreuzverhör. Okay. Und los geht's. Es war 21 Uhr oder so, abends. Ich sah aus dem Fenster. Sie wissen schon. Warum haben Sie das getan? Hä? Warum? Warum? Was? Warum haben Sie aus dem Fenster geschaut? Haben Sie erwartet, etwas zu sehen? Oh, nun, Mann. Was? Das ist alles? Aus dieser Frage kommt sie mir nicht so leicht raus. Ich hatte sowas wie... ein gewisses Gefühl eben. Nun, ich habe das Gefühl, dass sie versucht, der Frage auszuweichen. Vielleicht sollte ich sie jetzt stärker angreifen. Oder? Ich denke eigentlich schon, oder? Ja, mach mal einfach. Mal sehen, wohin uns das führt. Sie hatten doch sicher einen Grund, um zu dieser Uhrzeit aus dem Fenster zu sehen. Ich? Oh. Herr White, ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Zeugin so zusetzen. Zusetzen? Sie können es nicht lassen, Sie mit banalen Fragen zu ärgern. Ich denke wirklich, dass es unterbunden werden sollte.
Ja, ja, er soll aufhören. Das arme Mädchen. Was geht denn bei denen ab, ey? Haltet die Klappe. Hier spricht Phoenix, Junge. Ruhe. Das klang jetzt ein bisschen merkwürdig. Egal. Ruhe. Herr White, ich habe Sie gewarnt. Armes Mädchen? Was bin ich dann erst? Okay. Sie blickten aus dem Fenster. Was sahen Sie als nächstes? Und dann, oh, ich sah, wie eine Frau mit langen Haaren angegriffen wurde. Die Frau mit den langen Haaren, war das Mia Fey? Schlank irgendwie. Manche würden sie auch hübsch nennen, wenn das ihr Ding ist. Mein Ding? Und ihr Angreifer? Sie wurde von der grauen Maus dort auf der Anklagebank angegriffen. Wie können Sie wissen, dass es die Angeklagte war? Hä? Nun, Sie wissen schon. Sie war mädchenhaft gebaut. Frauenhaar haben einen Blick dafür. Sehen Sie, ich weiß es einfach, okay? Es befand sich nur eine kleine Person in mädchenhafter Figur am Tatort. Die Aussage ist wasserdicht, euer Ehren. Er hat recht. Ja, er hat recht. Ich bezweifle die Aussage. Ja, ich brauche mal wieder Zeit zum Überlegen. Ich bezweifle es auf jeden Fall. Einen Augenblick mal. Diese Aussage ist unglaubhaft. Was? Frau May, ich möchte wetten, dass... Sie nichts gesehen haben? Oder sie lügt? Ich glaube, sie lügt, oder? Nee. Ich will nichts Falsches. Ich versuche es jetzt einfach hier. Sie haben nichts gesehen. Haben Sie die Angeklagte überhaupt gesehen? Herr White, was hat das zu bedeuten? Ja, was soll das? Könnte mich bitte jemanden aufklären, was das Ganze bedeutet? Okay, wenn Sie meine Klientin, Maya Fey, wirklich gesehen hätten, wäre Ihnen Ihre Kleidung als erstes aufgefallen und nicht Ihre Figur. Niemand trägt solche Kleidung im alltäglichen Leben außer ihr. Ich bin zwar kein Modeexperte, aber ihre Frisur sieht auch nicht gerade alltäglich aus. Doch in der Aussage der Zeugen werden diese beiden Fakten nicht erwähnt. Die Aussage ist Schwindel. Aber... Wir wissen aber nicht, ob sie am Abend des Mordes auch so angezogen war. War sie, euer Ehren. Ich habe sie gesehen. Und Inspektor Gumshoe auch. Was haben Sie dazu zu sagen, Frau May? Was sollen Sie damit sagen, Sie fieser Anwalt? Ich sah, was ich sah. Ich dachte nur, diese vielen kleinen Details seien nicht wichtig, Caesar. Frau May, das Gericht möchte Sie daran erinnern, bei Ihrer Aussage nichts auszulassen. Tut mir leid, euer Ehren. Ich werde ein artiges Mädchen sein, versprochen. Ey, nee. Nochmal Ihre Aussage, wenn Sie so nett wären. Verdammt, ich hatte sie fast.
Zeugenaussage. Ich habe alles gesehen, ehrlich. Das Opfer, die Frau, wich dem ersten Angriff aus und rannte nach rechts. Das Mädchen in den Hippie-Klamotten rannte ihr nach. Und sie schlug sie mit dieser Waffe. Ich hab's gesehen, ehrlich. Diese statuartige Uhr, der Denker, denke ich. Nun, überrascht sie die Genauigkeit meiner Schilderung? Ja, vielleicht. Vielleicht finden wir wieder irgendwas raus. Ich verstehe. Ich wünschte mir nur, Sie hätten das von Anfang an getan. Bitte beginnen Sie mit dem Kreuzverhör. Das Kreuzverhör machen wir im nächsten Part. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn das wieder heißt. Phoenix Wright, Ace Attorney. Wenn euch meine Videos gefallen, es gibt zwei Funktionen. Zwar einen Like und einen Daumen nach runter. Je nachdem, ob es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Dann, wenn ihr keine meiner Videos verpassen wollt, da unten hier neben den Daumen nach oben und unten gibt es doch so einen Abo-Knopf. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da ruhig gerne ihn betätigen, damit ihr keine meiner Videos verpasst. Also würde ich zuschlagen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Eiser Alisa 4 2301. Bis zum nächsten Mal. Ciao.